So Leute, willkommen zum zweiten Kampf des zweiten Spieltages der Mimling Gala Open. Wir spielen weiterhin gegen den guten Skelabra. Das erste Match konnten wir, Spoiler, für uns entscheiden. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Match. Ich habe mich dafür entschieden, die Kämpfe zu splitten auf verschiedene Parts auch, weil Stunde Kampf ist ein bisschen viel und so kann man sich das besser rationieren quasi. Und vor allem wird man nicht zwingend gespoilert von der Kampflänge. Dementsprechend beginnen wir den Kampf, den zweiten Kampf. Wir konnten es 2:0 für uns entscheiden. Und ich bin tatsächlich aufgeregt als beim ersten Kampf, weil ich nicht genau weiß, ob ich wieder genauso liegen soll wie gerade eben. Wir haben gesehen, Rotom ist ein super Staple gegen sein Team. Ich könnte jetzt überlegen, ob ich diesmal direkt mit Ulangar leaden soll. Weiß nicht, ob er diesmal wieder mit seinen Druidika leaden wird. Ich glaube aber, dass ich tatsächlich... Ich glaube, ich leade einfach nochmal mit Rotom. Weil es ich jetzt gerade keinen Grund sehe, es nicht zu tun. Weil Rotom immer ein gutes Momentum gegeben hat und mir immer die Möglichkeit gegeben hat, zu switchen. Relativ early. Moment. Und so. Noch kurz gut leider gefangen geschrieben fürs zweite Match. So, nochmal Mo gegen Skelabra. Kampf Nummer 2. Schauen wir mal, ob wir das auch noch für uns entscheiden können und hier das, den Sack zu früh zu machen können. Wäre natürlich sehr schnuckelig. Auf jeden Fall GG, habe ich ganz eben beim letzten Mal GG gesagt an Skelabra. Wenn nicht, dann jetzt auf jeden Fall GG. Okay. Ich wollte den Lead nochmal genauso haben wie gerade eben. Das hat funktioniert, würde ich behaupten. Du bist wahrscheinlich immer noch ein Spec-Set. Und ich glaube, dass ich hier auch nochmal auf den Voltwechsel gehen werde, einfach. Also du hast für ein defensives Set hast du zu viel Schaden von allen Hits genommen. Also jetzt muss ich gucken, jetzt kommt wieder die Schallwelle. Die relativ obligatorische. Wie schnell ist Sylveon? Ich weiß nicht, wie gut ich eine Schallwelle nehme mit Ragnell. Dementsprechend würde ich da sogar schauen. Ich kann es ja mal versuchen. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin. Ich sollte eigentlich genau. Wir sollten im Speed High sein eigentlich, da ich nicht Max Speed bin, aber relativ schnell bin. Könnte es sogar sein, dass ich schneller bin. Magieflamme. Oh ja, das habe ich vergessen, dass das natürlich alle Feen mittlerweile können. Aua. Ein Spezialangriffssink. Das ist natürlich ungünstig. Ah ja. Ah, das hat er gut gespielt. Die Prediction war stark. Die Prediction ist stark in dir. Ich drücke jedenfalls die Lichtkanone an der Stelle in Hoffnung, dass ich schneller bin. Der vielleicht weniger Speed-Investment hat als ich. Weil ich doch relativ Speed-Invested bin. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Ich habe 188 Speed-Investment, glaube ich. Mit scheuem Wesen. Der Rest in KP gelaufen. Nur wenn man das mir jetzt nicht die Beine bricht, ne? Wenn er jetzt schneller ist, dann ist er Full-Speed wahrscheinlich. Full-Speed. Specs vermute ich. Wir sehen keine Leftovers. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht Scarf ist. Er geht jedenfalls zurück erstmal. Okay, er geht zurück und schickt hier rein seinen Peaks. Das ist ein Igel. Okay. Mhm. Verstehe ich. Ich sehe den Punkt, den er hier macht. Den er hier spielt. Dann jedenfalls hier. Ich kann ein bisschen versuchen, das Elektrofeld auszustollen. Das ist ganz gut. Wie viel Schaden macht er jetzt die Kanone? Das resistiert er halt. Macht aber gut Schaden. Ja, das kann er halt hier disconnect. Das ist ungünstig. Ich weiß nicht, woran das jetzt lag, ob es an mir oder an mir lag. Jedenfalls versuchen wir das nachzuspielen. Hoffe ich. Und dann sehen wir uns gleich wieder oder so. Bin ich noch drinne? Dann bis gleich, würde ich sagen. Oder so. So, und damit sind wir wieder da. Es hätte jetzt ein bisschen gedauert, wenn wir nochmal Disconnects hatten. Und alles drum und dran. Dementsprechend hatten wir jetzt ganz besonders viel Spaß.
Aber ich kann jetzt versuchen, hier das Elektrofeld ein bisschen auszustollen. Das tue ich jetzt auch. Weil ich keine Lust habe, dass du dir gleich Resadero ins Gesicht gesprungen kommt und mir sagt, ja, hallo, hier ist Resadero und wie geht es Ihnen so? Da habe ich nicht keine Lust drauf. Heißt, ich gehe sie kurz einmal in Defensivform. Und hoffe, dass jetzt hier gleich... Er kann jetzt halt Hazard stacken, was nicht so geil ist. Es geht halt durch den... Ja, durch das Königsschild durch. Das ist ein bisschen doof. Mhm. So, ich versuche es jedenfalls einfach... Bitte kein Disconnect, bitte kein Disconnect, bitte kein Disconnect. Das lädt schon... Ich hasse alles. Ich hasse alles! Ah! Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist hier Disconnect. Mal schauen. Gegebenenfalls bis gleich wahrscheinlich. Oder so. So, jetzt geht's auch wieder weiter. Mensch. Nach mehreren Disconnects und einem Hin und Her und hast du nicht gesehen, bin ich jetzt am Überlegen, ob ich jetzt was Kreatives versuche. Und zwar, indem ich jetzt zweimal Autotomie drücke. Könnte ich jetzt genug Speed bekommen, um an Resadero noch vorbeizukommen. Aber ich weiß nicht, ob das hier der Play ist. Also ich könnte auch nochmal schauen, ob ich hier noch ein bisschen Chip drauf bekomme, damit ich das nicht nachher one-shotten kann. Ich glaube, ich gehe jetzt erst noch einmal auf Lichtkanone. Gehe ich noch einmal auf Lichtkanone? Denke ich, gehe hier auf... Nee, Spukball würde halt hier killen, verstehst du? Deswegen überlege ich gerade, was ich am sinnvollsten machen kann, aber ich denke, dass ich hier einfach mal... Ich sollte kurz überlegen, bevor ich jetzt irgendwas blindlings drücke. Und, ach, das ist ja eine Seite ganz immer die Eingabezeit, das ist ja schön. Denke ich, gehe noch einmal auf die Lichtkanone an der Stelle. Eben, um das Elektrofeld so weit es geht zu outstallen. Damit das auf den Sack geht. So, wer konnte das aber zum Glück ohne Hexen nachspielen? Donnerwelle, ja gut, jetzt kann ich das Setup sowieso vergessen. Aber ich will halt gucken, dass ich möglichst wenig Probleme hier mitbekomme. Kann halt sein, dass jetzt hier gleich Resadero reinkommt. Wie lange geht das hier? Ist das Elektrofeld noch? Zwei Runden. Ja gut, es wäre natürlich unschön, wenn ich jetzt auf den... Sache ist, wenn ich jetzt... Das Königsschild habe ich ja noch gegen Resadero. Kann ich halt zum Beispiel auf minus 1 bringen. Aber ich denke, dass ich hier am sinnvollsten... Gehe ich für den Spukball? Was wird er jetzt tun? Gehe ich nochmal für das Königsschild an der Stelle. Ich hoffe, dass er jetzt nicht... Verdammt! 50-50 verloren. Ich wollte jetzt überlegen, ob ich angreifen soll. General Grievous kommt wieder rein. Das kann halt jetzt, wenn es eine Wasserattacke drückt, tut das halt weh. Und ich sehe aber, worauf er hinaus möchte. Aber es ist fehlgeschlagen gerade. Wenn ich jetzt nochmal einsetze. Oh, ist doch mal. Dann haust du jetzt drauf. Okay, jetzt ist Elektrofeld wieder weg. Okay, er will mich Sucker punchen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht gut, der Sucker Punch gerade. Könnte ich jetzt natürlich punchen, wenn er das nochmal tun möchte. Kann ich hier was Sinnvolles reinwechseln auf den Sucker? Also. Käferpflanze, ne? Käferwasser. Wenn er jetzt für einen Wassermove geht, wäre das natürlich ballsy. Agnell ist an der Stelle, glaube ich, nicht mehr so hart wichtig. Dementsprechend. Geh einfach für den Spukball. Auch wenn jetzt der Sucker Punch kommt. Er geht für den Aquadurchstoß. Okay. Na gut, wenn ich das so überlebt hätte, das hätte mich schon stark gewundert. Ja, ich gehe wieder auf Bossa Nova raus. Ja, gut, dass ich nicht gewechselt habe. Wäre ich auf Rot gegangen in der Situation, hätte das mich Rot gekostet. Und das hätte ich nicht gewollt. So, ich gehe wieder für den Voltwechsel. Gehe für den Voltwechsel. Spiel das hier safe. Oh Gott. Gut, dass ich den Switch nicht gemacht hätte. Habe, das wäre echt ungut gewesen. Oh, das lebt das? Hab ich davon Crit gehabt das letzte Mal? Ich glaube schon, ne? Was kommt jetzt von seiner Seite aus? Käferattack ist unwahrscheinlich. Dementsprechend gehe ich auf Edelgard. Ja, ich bin halt vergiftet jetzt, aber ich kann vielleicht die Giftspitzen hier wegbekommen. Das ist gar nicht schlecht.
Aqua-Durchstoß nehme ich gut, denke ich mal. Aua. Ich wusste aber gar nicht, dass das, wenn der Rückzug triggert, dass das, oh, ein Verteidigungsgrip. Unschön. Dass wenn ich, wenn ich den Rückzug auslöse, dass das dann passiert. Das wusste ich gar nicht. Hier auf jeden Fall für den Turbo-Dreher gerade und entferne damit nochmal gleich die Giftspitze. Sollte eventuell sogar reichen, um das Ding in die Range zu bringen. Wie gesagt, Turbo-Dreher ist bei 50 Stärke mittlerweile. Weil das hat auch wenig Schaden. Ich weiß nicht, wie das Ding investiert ist, ne? Vielleicht reicht's auch nicht. Egal. Versuchen wir es einfach mal. War vielleicht jetzt ein bisschen sehr risky, das zu drücken. Jetzt ein zweiter Win würde das halt vorzeitig beenden. Er geht hier raus. Es geht auf Skelabra. Wäre natürlich eine U-Turn gut gewesen. An der Stelle. Turbo-Dreher geht natürlich ins Nichts an der Stelle dann. Ist klar. Ich will meine Hazard Removal eigentlich ungern gerade schon rausschicken. Ich hab jetzt keine Lust, dass mir alles vergiftet wird gleich, deswegen, hehe. Versuch's mit Rotom. Ich hätte auf U-Turn drücken sollen. Wobei, ne, er ist schneller als ich. Wenn er Full Speed ist. Wenn er Full Speed ist, ist er schneller als ich. Super, kommt. Yo, macht das Schaden. Meine Spezialverteidigungsmusik, das ist nicht so cool. Jetzt Spukball drücke. Könnte halt einiges reinkommen. Tut aus dem Spukball. Bleibt drin, okay. Kann sein, dass es halt nicht one-shottet. Wahrscheinlich wird es sogar nicht one-shotten. Ja, aber er ist. Ja, gut, das ist Scarf. Okay. Er ist ziemlich sicher Scarf, würde ich vermuten. Muss ich schauen, dass ich nichts mache, was mich irgendwie in eine schlechte Position bringt. Der Spukball wäre hier. Aua. Du lebst keine Feuerattacke. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Muss ich schon sagen. Gefällt mir nicht so gut. Okay. Bisschen Angst vor dem. Gehen wir auf keinen Netter wieder raus. Auch wenn ich. Ja, die Vergiftung unten, die nerven ein bisschen. Ist halt auch vergiftet, das ist doof. Da machst du nix, ne? Aber du bleibst jetzt auch never ever drin. Du gehst doch raus, oder? Du willst das Gelabra sicher noch haben. Nachdem, was jetzt reinkommt, wäre der Seelenbruch halt hier definitiv die richtige Variante. Ich kann auch aufs Lichtschild drücken, einfach mal, um zu sagen, jo. Da will ich Seelenbruch drücken. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das andere Ding macht, das reinkommt. Komm, no risk, no fun. No risk, no fun. Du gehst doch raus. Du bleibst hier nicht drin, oder? Du hast den Sucker Punch gesehen. Jetzt im Sucker Punch drin zu bleiben, wäre halt gleichbedeutend mit deinem Skelabras Rip. Außerdem machst du keinen Schaden. Es wäre also doppelt dumm hier. Also, wenn du wirklich Scarf bist. Doppelt dumm hier drin zu bleiben. Genau. Jetzt kommt irgendwas Schönes rein. Krakra kommt rein. Das ist gut. Das ist gut. Weil das wird Schaden machen. Nice! Resadero ist raus. Okay, das ist schon mal eine große Gefahr weg. Hat sich die Prediction gelohnt? Hat sich die Prediction gelohnt? Yes! Huh! Die Prediction hat sich gelohnt. Der Seelenbruch. Das war stark. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich nichts Dummes mache. Sylveon kommt rein, okay. Aber gegen Sylveon habe ich halt jetzt nicht so die geilsten ins Grad, ne? Das muss man halt ganz klar sagen. Ich darf halt Ding nicht verlieren gerade. Das ist doof. Darf halt Kyvenanter nicht jetzt unnötig verlieren. Überlege, ob ich mit Illgard und mit Vergiftungstimer noch dazu spielen soll. Eigentlich wäre das wahrscheinlich nicht dumm. Versuch's mit Illgard. Ich kann mir das hier nicht erlauben, dass ich das Kyvenanter droppt. Das wäre schlecht. Schallwelle kommt. Die killt auch ohne Crit an der Stelle. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nichts Dummes tue. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nichts Dummes tue. Du bist ziemlich sicher Specs.
Ja. Bis Specs muss es jetzt mehr oder weniger riskieren, das ist nicht gut. Das Sylveon nervt. Sylveon nervt, weil ich mit Alan gar nicht so viel dagegen tue. Hydro-Pumpe. Er kann jetzt natürlich rausgehen, aber ich hätte natürlich jetzt mit Eisstrahl predikten können, bleibt aber drin. Ich hasse alles. Warum geht die daneben? Oh! Okay, das war's. Das war Game, glaube ich, damit. Er hat noch zu viel, als dass ich das hier noch gut machen könnte. Oh, der Mist von der Hydro Pump war unfortunate. Puh. Also der war wirklich unschön. Ja, Erdbeben. Oh. Du lebst einen Hit, ziemlich sicher. Würde ich vermuten, auch wenn du es nicht resistierst. Boah, macht das Schaden. Ja, das werde ich halt nicht killen damit. Das ist halt never ever. Ja, das war unfortunate. Das war halt echt. Dass die Hydro-Pumpe daneben gegangen ist, war ungünstig. Ich glaube, sie hätte nicht gekillt, aber ich hätte danach ein besseres Line-Up gehabt, weil Sylveon weg gewesen wäre und so. Keine Chance. Nee, das gewinnt er. Hab da meine Outs gegen Sylveon zu unvorsichtig abgeschmissen. Das war ungut. Ja, das gewinnt er. Weil ich jetzt. Ich sollte langsamer sein, außer halt irgendwie Minus-Speed-Investment oder so. Blub. Sache ist, nee, ich glaube auch mit dem Sucker Punch gehe ich ihn nicht down. Ja, ich muss Seelenbruch gehen und er wird schneller sein und dann killt er mich. Wow. Der Hydro Mist tat weh. Der Hydro Mist tat weh, ja. Ich weiß nicht, warum ich Hydro Pump überhaupt noch spiele. Ich habe damit eigentlich schon sehr, sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt kommt die Schallwelle und killt mich ja, ne? Ja. GG an ihn, das hat er gewonnen und zwar verdient. Ja, der Sucker Punch hat nicht mehr, never ever gekillt. Und damit gewinnt er das hier 5-0? 5-0? 5-0, glaube ich, oder? Jo. Stark von seiner Seite aus gespielt, GG auf jeden Fall. War ein kurzes Match, vergleichsweise, abgesehen von unseren Disconnects. Aber okay, heißt, wir haben noch ein letztes Match gegen ihn. Und ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Können wir das für uns entscheiden? Oder nicht? Das ist die Frage. Wenn wir es nicht für uns entscheiden können, also es kann möglichst alles passieren. Wenn wir jetzt einen Timeout haben, ist es ein ganzes Unentschieden, kriegt jeder einen Punkt. Wenn er gewinnt, kriegt er drei Punkte, ich keinen Punkt. Wenn ich gewinne, bekomme ich drei Punkte, er bekommt keinen Punkt. Dementsprechend, wir sind gespannt, wie es im nächsten Kampf weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Kampf dieses Spieltags. Bis dahin. Ciao. Leute. Hype.